Jeder von euch hat bestimmt schon was von einer Cloud gehört oder sie selber bei seinem Smartphone oder Laptop verwendet. Die Cloud besteht aus einem Server oder sogar aus einem ganzen Servernetz, wovon man aus dem Internet darauf zugreifen kann. Am meisten wird die Cloud verwendet, um seine Daten zu speichern. Dabei lädt man seine Daten zu dem Server hoch, wonachdem sie einem Benutzer zugeordnet werden können. Mittlerweile gibt es viele Anbieter für Dienstleistungen in der Cloud. Einer der bekanntesten davon ist Google. Wir laden also zum Beispiel ein Foto in die Google Cloud hoch. Dabei wird die Datei komprimiert und dann auf verschiedene Server von Google, die auf der ganzen Welt verteilt sind, hochgeladen. Dabei müssen wir dem Anbieter vertrauen, dass er sorgsam mit unseren Daten umgeht. Dabei sind wir aber nicht hundertprozentig im Klaren, was mit unseren Daten geschieht, ob unser Datenschutz beachtet wird oder ob sich nicht vielleicht jemand mein Foto anguckt, für den es eigentlich gar nicht vorgesehen war. Aus diesem Grund ist es wichtig, wenn man sich wirklich sicher sein möchte, dass seine Daten in Sicherheit bleiben, dass man von einem externen Dienstleister unabhängig ist. Denn solange man dem Anbieter vertrauen muss und der vielleicht in der Vergangenheit in Bezug auf Datenschutz nicht so positiv aufgefallen ist, muss man es riskieren, dass seine Daten vielleicht verloren gehen könnten oder jemand anderes darauf zugreifen kann. Aber keine Angst, mithilfe einer eigenen Nextcloud kann man für seine Datensicherheit sorgen. Aber was ist eigentlich jetzt genau diese Nextcloud? Die freie Software Nextcloud ermöglicht euch, dass ihr ganz einfach eure eigenen Daten auf euren eigenen Server speichern könnt. Dadurch habt ihr mehr Sicherheit, ihr könnt ein bisschen herumbasteln und ihr spart noch jede Menge Geld, die ihr sonst für einen Cloud-Speicher ausgeben müsstet. Aber ich weiß, nicht jeder von euch hat jetzt zu Hause einen zweiten Rechner rumstehen oder einen richtigen Server. Aus diesem Grund hosten wir einfach unsere eigene Cloud auf einen Raspberry Pi. Mithilfe von Nextcloud Pi. Nach dem Intro werde ich euch erstmal zeigen, was überhaupt so ein Raspberry Pi ist. Bis gleich! Ja, hallo und ich heiße euch jetzt nochmal alle recht herzlich willkommen. Ich hoffe, euch hat das kleine Intro jetzt kurz einen kleinen Überblick gegeben und dass ihr euch jetzt so ein bisschen schon bereit fühlt für den Anfang. Und zwar wollte ich euch jetzt erstmal zeigen, was überhaupt so ein Raspberry Pi ist. Ne? Weil wir wollen ja dann unsere Nextcloud hier drauf laufen lassen, damit wir keinen großen Computer betreiben müssen, der viel Platz wegnimmt, viel Strom zieht. Es gibt zwar jetzt, man kann auch einen Thin-Client nehmen, diese ganz kleinen Bürodinger, die verbrauchen um den Dreh 15 Watt. Aber ja, wir machen das jetzt mit dem Raspberry Pi, der verbraucht sogar noch weniger. Und wir haben hier sogar den Raspberry Pi Zero. Das Besondere an dem ist nämlich, dass er ziemlich klein ist. Wir haben dafür aber auch keinen großen USB-Port und sowas. Also wäre schon deutlich eingeschränkter. Es gibt jetzt mittlerweile auch die zweite Generation von dem, wenn ich mich nicht irre. Und der reicht aber für diese Anwendung aus. Es ist zwar nicht das schnellste, aber wir können das nutzen. Und wenn ihr das auch nochmal ausprobieren wollt, ist das auch ein guter Schritt. Weil mit dem kann man, ihr könnt euch den holen oder ausleihen. Ist ja egal, wie ihr den holt. Es gibt ja auch noch den großen, wenn ihr jetzt meint, ja, ihr wollt ein bisschen mehr machen, ihr wollt vielleicht ein richtiges Betriebssystem drauf laufen lassen. Das könnt ihr auch machen, aber das ist natürlich nicht so performant wie auf den großen Raspberry Pi, der bis zu 8 GB RAM mittlerweile hat. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Mittlerweile gibt es ja auch Windows 10 für die ARM-Architektur und da kommen wir gleich mal zur Architektur. Wie gesagt, ARM, also wir haben hier keinen x86 oder so, aber das ist jetzt auch nicht so wild, weil mit auf ARM kriegen wir viel gelaufen. Unter anderem das eigene Betriebssystem des Raspberry Pis, nämlich Raspbian oder Raspberry Pi OS, wie es mittlerweile heißt. Und ja, das ist halt eigens zugeschnitten, hat bestimmte Software. Der Sinn von dem Raspberry Pi ist ja viel das Prototyping. Ne? Wie man schon sieht, hier diesen Bus, wo man die Sachen anlöten kann. Dass man diese kleinen Kabelchen draufstecken kann. Dementsprechend kann man den auch wie ein Arduino benutzen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt eine Kühlbox basteln möchte und man will die Temperaturfühle darauf laufen lassen und vielleicht die Informationen über ein Internetportal, wie so ein Smart Home Automatisierungsdingsbums, laufen lassen, dann ist das ganz gut. Und ja, der hat auch WLAN integriert. Ihr braucht jetzt also keinen Ethernet-Adapter oder sowas. Ja. Also wenn ihr diese Installation halt dann headless macht, also ohne Bildschirm, müsst ihr halt da beachten, dass ihr die Konfigurationsdaten, also mit eurem WLAN-Router, in der ISO dann reinschreibt.
Da findet man auch viele Anleitungen im Internet, das ist auch jetzt nicht so schwer. Denn man hat halt keinen Ethernet-Port. Man kann natürlich einen Adapter anschließen, das ist auch möglich. Dann umgeht man das Ganze. Das Besondere an dem Raspberry Pi ist, ist auch, das ist ein System on Chip. Also alles ist auf diesem kleinen Chip hier. Also diesen. Den großen halt, ne? Da sind ein paar kleine Transistoren drauf und so weiter. Aber die sind erstmal jetzt nicht wichtig. Und hier ist nämlich wie so eine APU. Ne? Diese CPU und Grafikkarte ist vereint. Wenn man das als Grafikkarte nennen kann, ne? Aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Die Einheit, um die zum Beispiel die bestimmte grafikbeschleunigte Sachen, hardwarebeschleunigte Sachen, zu errechnen. Und der ist natürlich jetzt nicht so leistungsfähig. Also es gibt bestimmte, bei dem großen Raspberry Pi kann man auch zum Beispiel Spiele drauf spielen. Solche ist ganz beliebt, das macht man sich so eine Retro-Spielekonsole, wo man auch so einen Joystick hat und so weiter. Und da darauf läuft das wirklich gut. Das ist eine andere Geschichte mit diesen, das ist ja problematisch mit dieser Bildrate und so, weil das war ja damals so anders mit diesen NTFC und PAL, das ist ja eine andere Geschichte. Dass es da nicht richtig läuft manchmal, aber in der Theorie läuft das alles. Man kann da auch Beispiel auch bestimmt noch Minecraft spielen oder so. Das ist ja also nicht Hardware-hungrige Spiele. Oder man kann ja auch wunderbar einen Schachcomputer drauflaufen lassen. Ja. Und was Besonderes auch noch bei diesem Raspberry Pi, hat hier einen Anschluss für Flachbandkabel. Und da kann man zum Beispiel externe Geräte jetzt anschließen. Wie zum Beispiel noch an einer. Es kann alles Mögliche sein. Also von der Kamera bis zu. Gibt also viel eigentlich. Aber das Berühmteste ist ja bei dem Port eigentlich die Kamera. Man kann natürlich auch eine Kamera über den USB-Port anschließen. Und den zeige ich euch mal. Hier rechts ist die Strom. Und links ist der USB. Und jetzt würde ich denken, ja, wie kann ich jetzt meinen USB-Stick anschließen? Kein Problem. Nimmt hier so einen OTA-Adapter. Nämlich der macht auf Micro-USB auf normal USB-A. Und dann könnt ihr auch da zum Beispiel so ein, ist ja egal, was das für welche Marke ist, so ein USB-Hub anschließen oder Tastatur, Maus etc. anschließen. Ja. Und links daneben habt ihr einen Mini-HDMI-Slot. Da müsst ihr halt gucken, ob ihr so ein Kabel habt. Ihr braucht ja theoretisch gar keinen Bildschirm. Ihr braucht gar keine Tastatur und so, braucht eigentlich nur Strom und Internet und dann macht ihr das einfach über SSH. Dazu kommen wir aber später noch, wenn wir weiter in die Materie reingehen. Genau, hier links haben wir den Micro-SD-Karten-Slot. Die Daten, ich weiß gar nicht, 8 GB seid ihr schon für das OS gut dabei, aber wir wollen natürlich Speicher haben, aber wir können auch, also wiederholt euch, den Anfang zum Rumprobieren einfach eine 64 GB SD-Karte. Da habt ihr erstmal ein bisschen Platz für eure Daten, ein paar Fotos und so weiter, vielleicht ein bisschen Musik oder Bücher, da passt ja auch Mengen drauf. Oder ihr holt euch dann noch externe Festplatte oder ihr habt noch eine rumliegen und dann könnt ihr die auch über den USB-Port anschließen. Na, bei Nextcloud ist das gar kein Problem mit den Einbinden von externen Speichermedium. Ja, sonst genau von der Raspberry Foundation und dann der Raspberry Pi ist eine freie Hardware. Ob man sich das ist aber ein bisschen streitmäßig, denn um Open Source Hardware zu sein, ne? Also dass die Baupläne öffentlich zugänglich sind, muss man sich vorstellen, wie man guckt jetzt im Internet, wie baue ich meinen eigenen Raspberry Pi, mein System on a Chip. Dann finde ich die Anleitung, das wäre Open Source Hardware, aber dafür muss auch ein. Da gibt es verschiedene Gremien nicht, also bestimmte Interessengruppen, die das vertreten, bestimmte Foundations und genau, und die haben halt festgelegt, also eine davon, dass die Software frei öffentlich sein muss und das ist irgendwie, mein Stand war, gab es da so ein paar Sachen, aber Prodwill hat irgendwie jetzt auch mittlerweile auch die Baupläne und sowas und die Software dazu veröffentlicht, also die Baupläne waren schon veröffentlicht, aber die Software war noch nicht zugänglich, deswegen war das also ein bisschen kritisch, aber ihr könnt das zur Open Source Hardware dazu zählen. Also Raspberry Pi und so, das ist auch mit sehr vielen kompatibel. Die machen da keinen Riegel davor. Ihr habt also jetzt nicht irgendwie Lizenzprobleme oder sowas. Alles Open Source, frei zugänglich, für jedermann.
verfügbar. Ja. Und genau, ich kann mal zeigen. Hier steht das drauf. Raspberry Pi Zero W. Ist der erste. Den gab es damals, als er rauskam, in so einer Zeitschrift für 5 Euro. Die Zeitschrift hat 5 Euro gekostet oder 10. Also war nicht teuer und da war der halt drinne. Jetzt kriegt er halt bei den bei Online-Händler auch für wenig Geld. Und wenn ihr jetzt nicht einen Raspberry unbedingt haben müsst, findet ihr auch auf verschiedenen anderssprachigen Seiten, Internetseiten, wie zum Beispiel AliExpress oder Gangbut, also diese ganzen Händler, die aus Fernost importieren, findet ihr auch Nachbauten. Ne? Das, wie gesagt, Open Source Hardware, das ist halt zugänglich, das kann man einfach kopieren. Ja. Und kopieren und nachbauen halt. Also theoretisch könnte man damit auch, könntet ihr auch euren eigenen herstellen, wenn ihr wollt. Na, wenn ihr das könnt, dann wäre das echt cool. Dann lasst uns davon wissen, wenn ihr euren eigenes SoC macht und dann, dass wir denn darauf mal nichts drauf machen oder was anderes. Ja, vielleicht diese Retro-Spieler-Konsole. Ja. Und genau. Sonst, das Aussehen hier mag für einen cool sein. Schönes PCB. Aber wer jetzt das schöne Gehäuse haben möchte, gibt es auch diese Gehäuse. Dann ist das schön drinne. Und ja. Sieht schicker aus. Oh, das ist falsch. Die Ports müssen ja frei sein. Genau. Dann kommen wir als erstes jetzt zu der Installation, was ihr alles machen müsst. Wie gesagt, braucht eigentlich nur diesen Raspberry Pi und Stromzufuhr. Stromzufuhr ist wichtig. Wenn ihr jetzt das einfach an PC anschließt, das ist zu wenig Strom. Also ihr braucht schon ein richtiges Netzteil, nämlich mit so 2 Ampere. Wenn ihr das kauft, dann könnt ihr einfach so ein Gesamtkit kaufen. Da ist immer so ein Netzteil dabei und die ganzen Adaptergeschichten und so weiter. Auch oft so ein Mini-HDMI auf großes HDMI. Ja. Genau. Und Micro-SD-Karte ist noch wichtig zu wissen, dass es eine schnelle ist. Also jetzt nicht irgendwie eine langsame, die vor 10 Jahren rausgekommen ist oder so. Denn ja, ist auch wichtig, damit das auch vor allem schnell läuft. Wie gesagt, so ein Raspberry Pi Zero ist jetzt nicht das optimale Medium dafür, aber wir wollen das jetzt einfach probieren, denn es ist möglich und es hat cool, so ein kleines Ding darauf laufen zu lassen. Und ach ja, was man beachten sollte, ist die Hitzeentwicklung. Ne, bei den großen hat man halt diese kleine Kugelkörperchen. Hier ist das eigentlich noch okay mit der Hitze. Hier taktet sich dann selbst runter. Es ist dann halt einfach langsam, wenn es zu warm wird. Ja. Also ihr könnt euch dann noch das basteln oder so oder stellt einen Lüfter daneben. Das wäre jetzt nicht so effizient. Weil diese Kühlkörper kosten jetzt auch nicht so viel. Das ist auch nicht so ein Ding, so ein Akti drauf zu machen. Die werden einfach so draufgeklebt mit mit so einem Klebepad, was wärmeleitend ist. Also hier macht man das aber nicht mit Wärmeleitpaste. Das ist hier sehr ungewöhnlich, weil das wird überall verschmieren und so weiter. Vor allem bei solchen Sachen wie dieses Galistan hier, Flüssigmetall, wird ja auch verwendet. Wäre ja natürlich schlecht, wenn das auf die Kontakte kommt. Genau, dann bis gleich. Ja, aber bevor wir jetzt gleich richtig anfangen, wollte ich euch nochmal kurz was über uns erzählen, nämlich über das WinLab. Und zwar, was wir sind. Also, wir sind der Makerspace der TH Wildau. Und wenn ihr noch nicht was von einem Makerspace gehört habt, das ist ein Bereich der FabLab-Bewegung. Also, das gehört damit zu. Also, das eine Ausbreitung der öffentlichen Werkstätten und dass man und das DIY-Movements, also alle möglichen Bewegungen kommen da zusammen. Also reparieren, Prototyping, ausprobieren, zusammen sein, zusammen tüfteln, zusammen die Technik erleben, auch zusammen normal arbeiten. Man hat einen langen Tag in der Uni, geht man nochmal ins WinLab und dann kann man noch mit seinen Kommilitonen ein bisschen was machen. Ein bisschen noch die Uni durcharbeiten und danach setzt man sich zusammen Lasercutter oder so. Ne? Ja, also ihr könnt ja gerne mal auf unserer Webseite vorbei gucken. Also das ist die Webseite der TH Wildau. Ihr könnt das auch nochmal alles erklären, welche Termine denn jetzt stattfinden und so weiter. Aber wir haben auch unseren eigenen Blog. Da posten wir regelmäßig was, also Beiträge und so weiter. Ihr könnt was zum Maker Movement lesen. Ja, und unser Winlog. Genau. Das nur mal als kurze Erklärung über uns. Genau, und ich bin der Felix und hoffe, dass ihr denn heute danach eure eigene Cloud machen könnt. Hier haben wir die Nextcloud-Webseite. Also wenn ihr jetzt danach sucht, dann Nextcloud, werdet ihr wahrscheinlich auf diese Seite kommen. Und hier könnt ihr ganz normal die Nextcloud runterladen
Aber wenn ihr das nicht auf dem Raspberry Pi machen wollt, ne? Also, hier macht man das gewöhnlich, wenn ihr das auf euren Computer machen wollt, auf irgendeinem Server, lädt ihr euch da das runter. Und ja, aber könnt ihr schon mal ungefähr gucken, so um den Umfang mit Nextcloud Hub und so weiter. Es ist ja exakt das gleiche, aber hier, das ist halt die andere Anwendung hier, Nextcloud at Home. Können wir drauf gehen. Da sieht man auch ja, Self-Hosting und ganz viele Infos. Und ja, bei der Nextcloud Pi-Seite ist das jetzt nicht so grafisch schön dargestellt mit Nextcloud. Wenn ihr jetzt nochmal erfahren wollt, was die Nextcloud überhaupt ist, seid ihr hier richtig. Ja, und ihr könnt sie natürlich auch runterladen. Wenn ihr Beispiel jetzt meint, ja, ich will jetzt einen richtigen Server machen, also mit richtig viel Leistung, so dass ich will das jetzt, ich bin mir sicher, ich würde das jetzt immer nutzen, dann kann ich das hier das, Server Package runterladen und dann auf meinen Ubuntu Server installieren. Aber ich kann auch, das zeige ich dann noch, nämlich jetzt mit Nextcloud Pi kann ich das auch ganz einfach per Docker installieren, nämlich mit Nextcloud Pi Docker. Da habe ich den Vorteil, also Docker ist ja wie so eine Virtualisierung, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Man hat halt die Probleme mit den Ports nicht, ne? Also wenn ihr euch schon mal ein bisschen damit beschäftigt habt und ihr habt dann euren Server aufgesetzt, macht Nextcloud, macht was anderes drauf, dann würdet ihr immer merken, dass sich manche Ports in die Quere kommen. Die sind ja standardmäßig belegt und die wissen ja von, die sind meistens gleich, diese Standardports von allen. Also bei Netzwerkapplikationen wie Nextcloud, dann habt ihr noch was anderes drauf. Oder wenn ihr Beispiel noch nebenbei ein Pi-hole drauflaufen lässt, ne? Also, dann ist das, kann das problematisch werden, wenn ihr das so direkt drauflaufen lässt und mit Nextcloud Docker, mit Nextcloud Docker, also mit Docker habt ihr dann nicht das Problem. Und da könnt ihr auch einfach, wenn ihr habt jetzt irgendwie einen Fehler gemacht, ne, bei Nextcloud gibt es manchmal so ein, wenn man anfängt, da macht man mal so einen Fehler bei der Einstellung und so weiter, bei den Datenbanken, wo das gespeichert wird. Und dann ist das, und dann findet man nicht mehr raus, ne, man hat man nicht die Ahnung, dann kann man einfach die ganze Docker-Datei löschen und macht sie neu drauf. Und das muss man auch nicht alles neu runterladen, nicht neu installieren, das geht alles ziemlich schnell. Aber wir werden das jetzt erstmal auf den Nextcloud Pi machen. Also auf den Raspberry Pi mit Nextcloud Pi. Und wenn ihr auf die Webseite geht, Link ist dann noch in der Videobeschreibung, dann ja, könnt ihr so ein bisschen durchscrollen, Online-Services. Aber wir wollen hauptsächlich dann zur Dokumentation. Und der Vorteil bei Nextcloud Pi ist, ihr braucht eigentlich nur ein Befehl. Also ihr braucht nur ein Image. Ihr könnt das Image hier runterladen bei Installation. Und das dann auf eure Speicherkarte packen, um dann davon zu booten. Und wenn ihr dann mit davon booten wollt, dann müsst ihr dann halt auf einem USB-Medium auf einer SD-Karte machen, die halt bootfähig ist, muss man beachten. Bei Windows weiß ich das gar nicht jetzt. Also bei Linux, aber schon Linux Mint, ist ein Image-Builder gleich dabei. Oder ein Ether. Etcher, nicht Ether. Und dann habt ihr nicht das Problem, dass nämlich dies nicht bootfähig ist. Ja, und dann könnt ihr davon booten. Ja, aber das Problem der Zeit ist, wenn ihr das hier dann den Linke geht, um das Image runterzuladen, das ist derzeit sehr, sehr langsam. Also, ihr könnt es versuchen, aber jedes Mal, wenn ich es versucht habe, das hat mehrere Stunden gedauert und ist dann bei mir abgebrochen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist halt auch die Sache, das ist halt ein Direktdownload. Ihr könnt das auch über Torrent runterladen wollt, wenn ihr wollt, aber das ist nicht zu empfehlen. Wegen der, ja, ist halt Torrent. Und genau, aber das ist kein Problem. Wir können das nämlich auch anders machen. Ist zwar ein bisschen umständlicher, aber kein Problem. Das zeige ich euch jetzt. Hier sind wir jetzt auf der Raspberry Pi OS Webseite. Und hier laden wir jetzt erstmal Raspberry Pi OS herunter. Weil wir machen das jetzt, wir kernen uns das. Also wir ziehen uns dann Nextcloud Pi auf den, auf das Raspberry Pi OS und einfach mit Befehl drauf. Also so hätten wir das in einem Schritt gemacht, sondern wir zwei Schritte. Und das ist auch nicht so schwierig. Aber wenn ihr auf die Webseite seid, könnt ihr euch einfach diesen Raspberry Pi Image herunterladen. Da könnt ihr dann euer Betriebssystem auswählen, also euer Raspberry Pi OS, SD-Karte und dann das draufschreiben. Dann habt ihr auch gar kein Problem mit dieser Geschichte, dass ihr den das Speichermedium bootfähig machen müsst. Ne? Und das könnt ihr für alle
üblichen Betriebssysteme herunterladen, Windows, macOS, Linux, Ubuntu hier. Ja, dann lädt ihr das herunter, macht das auf eure SD-Karte. Das dauert ein bisschen. Eine SD-Karte ist jetzt auch nicht so der heilige Gral der Schreiber- und Lesegeschwindigkeit, aber es ist auf jeden Fall viel, viel schneller als diesen Download der Zeit auf der Webseite durchzuführen. Probiert es gern selbst. Vielleicht habt ihr Glück und ich habe jetzt einfach nur Pech, dass es bei mir so langsam geht und ständig abbricht. Aber wenn nicht, ist das hier der Weg dafür. Ja, und dann kommen wir zu der Installation. So, wir wollen ja jetzt den Raspberry Pi mal headless einrichten, also ohne Monitor, Tastatur und Co. Und dafür müssen wir ja die WLAN-Einstellungen vermerken, weil wir können ja nichts eintippen jetzt so. Man kann das jetzt nicht starten und dann bequem unser WLAN suchen und so weiter. Dementsprechend legen wir einfach eine Datei an, in der Boot-Datei. Also ihr müsst jetzt noch, ihr habt jetzt das Raspberry Pi OS auf die SD-Karte drauf gemacht und steckt noch wieder drinne. Dann gebt ihr einfach den Befehl bei Linux ein oder ihr nehmt den, wenn ihr Windows habt, den Editor und geht auf das Boot-Volumen rein und dann könnt ihr einfach die Datei anlegen, also wpa-supplicant.conf, einfach mit dem Editor oder bei Linux macht das einfach über Nano. So, dann tippen wir das mal ein. Also wir Nano und dann fügen wir jetzt das voll die folgenden Sachen hier ein. Also das ist die WLAN-Konfiguration, also euer Land. Dann, das ist für uns auch nicht wichtig. Wichtigsten ist euer WLAN, der Router, wie der heißt, dann das Passwort und dann die Verschlüsselungsmethode. Die gebt ihr ein, speichert das Ganze und dann habt ihr das konfiguriert und dann, wenn ihr es anmacht, seid ihr schon eigentlich verbunden. Und es, also wenn es dann gestartet ist, dauert ja ein bisschen, bis sich das dann eingerichtet hat. Also das eintippen und dann speichern und dann könnt ihr auch schon die SD-Karte in euren Raspberry Pi stecken. Wenn ihr das jetzt nicht macht und ihr habt einen Bildschirm, Tastatur und so weiter frei, dann müsst ihr das nicht machen, weil dann könnt ihr das ganz normal mit Tastatur, Bildschirm ja dann eintippen. So. Aber wir machen jetzt weiter so und dann zeige ich euch jetzt als nächstes, wie wir das über SSH machen. Was mir gerade noch eingefallen ist, seit 2016 ist SSH standardmäßig deaktiviert bei Raspberry Pi OS. Deswegen müsst ihr da einfach in dem Bootverzeichnis eine Textdatei einlegen, die einfach SSH heißt. Mehr nicht, muss kein Inhalt haben. Und somit habt ihr dann SSH aktiviert, weil sonst kriegt ihr dann Connection Refused, weil ja dann SSH nicht aktiviert ist. Bin jetzt hier schon mit SSH drin, also um euch das zu machen, müsst ihr einfach den SSH-Kommando-Befehl also eingeben. Also müsst auch SSH installiert haben, aber das ist standardmäßig eigentlich installiert bei Linux. Also SSH, Pi, add, dann die Adresse Netzwerk oder Raspberry Pi. Raspberry Pi funktioniert so 50-50, also jedenfalls bei mir war das so, obwohl das so ein Netzwerk heißt, der Raspberry Pi, kann das bei mir nicht zuordnen. Deswegen nehme ich bei mir mal die lokale IP-Adresse. Die könnt ihr aus von eurer WLAN-Konfigurationswebsite auslesen. Ne? Also wenn ihr eine Fritzbox habt oder so, bei der Vodafone, ihr kennt das ja, wo eure anderen Geräte angezeigt werden, da wird die IP-Adresse angezeigt, die tippt ihr ein. Und dann müsst ihr das nur bestätigen mit dem Fingerprint. Und dann seid ihr auch schon drinne. Und dann gehen auch hier die ganz normalen Befehle. Hier sehen wir mal H-Stop. Ja. Sind halt, seht ihr auch den RAM, 432 MB. Genau. Und wenn ihr jetzt noch weiter konfigurieren wollt und so weiter, oder ein paar Einstellungen anpassen wollt, könnt ihr das auch noch mit dem Befehl. Ach ja, das Passwort. Genau, ihr müsst euch mit dem Passwort anmelden. Das Passwort ist standardmäßig Raspberry. Ja. Aber ihr könnt auch noch weiter Konfigurationen vornehmen. Den ihr mit dem Befehl eingibt. Und ja, dann könnt ihr aber schön auch Display Settings anpassen.
Auch noch Internet und so weiter. So, und dann zeige ich euch jetzt als nächstes, wie ihr Raspberry Nextcloud Pi auf dem Raspberry einrichtet. Mal kommen, wir sind durcheinander mit den ganzen Pis. Genau, bis gleich. Wir geben dann diesen folgenden Befehl ein, also diesen Curl-Befehl, dass wir Nextcloud Pi halt herunterladen und installieren. Es dauert ein bisschen, wenn er denn das ausgeführt hat. Das muss erstmal runtergeladen werden und installiert werden und der Raspberry Pi Zero mit seinen 5 MB RAM und ist ja nicht so der schnellste, aber es geht auf jeden Fall. Ihr seht ja, wie es voranläuft. Und ja. Und dann können wir auch dann schon den danach konfigurieren. Also wenn ihr die Installation dann mit einem Raspberry Pi Zero macht, wird es einige Zeit dauern. Bei mir hat es so um die 40 Minuten gedauert. Aber danach baut sich das dann auch auf. Also dann sagt er, ein Terminal ja, ist fertig und dann euren Link, hier ist die lokale IP-Adresse, könnt auch Nextcloud Pi eingeben und dann habt ihr das Aktivierungsfeld. Und hier könnt ihr dann euren User anlegen. Also das ist alles standardmäßig schon hier eingestellt, das Passwort wird generiert. Das auf jeden Fall alles hier notieren, das könnt ihr euch einfach printen und dann habt ihr das auf dem Desktop. Und dann könnt ihr das aktivieren, eure Nextcloud. Nach der Aktivierung, dauert so um die Minute, könnt ihr euch dann schon anmelden. Also dann nehmt ihr euer Passwort, euer Benutzername und fügt das hier oben. Ja, ich kopiere das immer schnell. User und das Passwort. So. Und ja, hier immer noch die Konfiguration durch. Hier können wir jetzt auch noch einen USB-Stick anschließen oder halt eine externe Festplatte, dass die auch erkannt wird. Also, und so langsam ist es gar nicht. Also dafür, dass es wirklich ein Raspberry Pi Zero ist. Ist das vollkommen eigentlich okay? Jetzt fragt mich jetzt, do you want to save Nextcloud Data in a USB Drive? Habe ich jetzt nicht angeschlossen. Ich kann einfach mal eine nicht anschließen. Moment. Nehme ich meinen USB-Dongle. Bisschen an. Dann auf Yes. So, dann wird die USB-Stick gemountet. Genau, und jetzt müssen wir den halt formatieren. Aber ich will das jetzt eigentlich nicht machen. Deswegen, aber, ach so, ja gut, den können wir einformatieren. Irgendwie gibt es hier ein paar Probleme, aber es ist erstmal nicht so wichtig. Also das ist auf jeden Fall möglich. Hier mit Do you want access Nextcloud from outside your house? Das würde ich von Anfang an erstmal abraten, weil da muss man sich erstmal mit den S-Geschichten und so auseinandersetzen. Aber das ist kein Problem. So müsst ihr halt kein VPN benutzen. Ne? Wenn ihr jetzt zu Hause seid, ist das kein Problem. Dann seid ihr in den WLAN, da gebt ihr einfach eure lokale IP-Adresse hier oben ein. Ist bei euch ja anders dann. Und dann hat sich das auch erledigt und dann kannst du zugreifen. Aber genau, wollen wir das nicht. Und wir wollen jetzt gleich zu unserer Nextcloud. Und ihr habt auch zwei Benutzer. Also ich bin ja jetzt mit diesem Admin angemeldet, mit Nextcloud Pi.
Das war jetzt sehr wichtig. Also diese erste Anmeldedaten, die müsst ihr auswählen. Und normalerweise nimmt ihr dann die zweite. Das ist dann, weil das erste ist der Admin-Account, damit könnt ihr User löschen oder so. Wenn ihr Beispiel, ihr wollt dann für eure ganze WG eine Cloud machen, dann könnt ihr das machen. Und genau, jetzt geben wir hier unseren Benutzernamen ein. Ja, das wird es ein wenig dauern. Ich melde mich wieder, wenn der Anmeldeprozess beendet ist. So, also es ist jetzt fertig. Hat sich jetzt fertig angemeldet. Und dann werdet ihr erstmal mit so einer Erklärung hier begrüßt, hier mit Speichern Sie, Daten teilen, wie Sie möchten, bla 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 bla. Mache ich jetzt mal weg. Und ja. Und ihr habt auch so ein richtig cooles User-Interface hier, wo man empfohlene Dateien, anstehende Termine. Und das Besondere an Nextcloud ist, ihr könnt das dann wirklich verbinden mit euren Kontakten, mit eurem Kalender. Die TH Wildau hat ja, wenn man hier angemeldet ist bei TH Wildau, hat auch jeder Student eine eigene Nextcloud und so weiter. Und das ist ja verbunden mit Moodle. Also es ist sehr verbunden, hat ein großes Ökosystem. Wir können das mit allen Geräten synchronisieren. Fotos und so weiter. Ihr könnt auch mit einem Smartphone wie bei einem normalen Google Cloud die automatische Synchronisation anstellen und damit eure Bilder zum Beispiel immer up to date lassen. Ja. Genau, wenn ihr da jetzt den neuen Raspberry Pi nimmt, dann seid ihr auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Aber wenn ihr das wirklich noch ausprobieren wollt, dann reicht das völlig erstmal für den Anfang aus. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Wunder, was aus so einem Raspberry Pi 7 rauszuholen ist. Also bei der kleinen Größe, wie das Ding hat, ist das wirklich erstaunlich. Ja, und ich kann jetzt hier ganz normal meine Dateien reinziehen, die ich habe, und dann unterwegs darauf zugreifen. Wie gesagt, gerade mit VPN nur, weil ich habe das ja jetzt nicht eingerichtet, dass ich von draußen aus zugreifen kann. Also direkt über den Link. Ja, sonst. Haben, wenn ihr jetzt beispielsweise zusammen ein Dokument bearbeiten wollt und einfach eine Freigabe erteilen. Aber da muss es auch wieder sein, wenn ich das jetzt machen würde, der könnte ja nicht auf den Server zugreifen. Deswegen, das würde ja nur im eigenen Netzwerk möglich sein oder ihr gebt eurem der jeweiligen Person VPN-Zugriff auf euer Netzwerk oder ihr müsst es halt öffentlich zugänglich machen. Ja, das war's dann eigentlich. Also, habt ihr noch die Kontakte und so weiter, wie schon gesagt. Das könnt ihr euch dann alles in Ruhe angucken. Ja. Ansonsten müsst ihr euch jetzt hier erstmal nichts weiter auseinandersetzen. Steht alles. Aber ihr könnt auch lieben gerne dann noch in den Datenbanken nachgucken, ein bisschen was optimieren, wie es euch halt gefällt. Und weil ihr das jetzt eigentlich mit einem Befehl halt installiert habt, habt ihr euch eine jede Menge Arbeit gespart, weil sonst müsstet ihr bei PHP und MySQL die Dateien, also euren Benutzer hinschreiben und so weiter und das alles. Und da geht am Anfang ziemlich viel schief. Also vor allem als Neuling ist das, hat man da oft die Probleme und dann ist man dann fertig und dann merkt man, ach, der Benutzer war falsch. Oder das Dateisystem, das war im falschen Ordner, die Dateien, also dass die Dateien falsch gespeichert werden. Und das danach zu ändern, das ist dann auch nicht so das Einfache. Genau. Das war's sonst. Also wenn ihr Fragen habt oder Fragen haben solltet, schreibt sie gerne in die Kommentare, schreibt uns eine Mail und ja, probiert das gerne selbst aus mit der Nextcloud Pi und mit dem Raspberry Pi und lasst es uns hören, ob es bei euch auch so gut funktioniert hat. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, dass es einen Online-Workshop gibt. Genau. Auf Wiedersehen.